Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den YBBN Männer-Adventskalender. Den haben wir einmal hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in 24 herrliche Momente reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich finde, dass der unfassbar gut aussieht. Ich liebe dieses Oldschool-Design oder dieses auf alt gemachte, ne? Das sieht so schön aus. Also das finde ich persönlich schon mal richtig ansprechend. Mein Freund würde es hart feiern. Der kostet 59,95 Euro und soll einen Warenwert von 220 Euro beinhalten. Und es gibt auch einen Darm-Adventskalender für 124,99 mit 530 Euro Wert. Ich weiß nicht, ob die den Preis krass angehoben haben oder ob da, wo Nicole und ich bestellt haben, die Preise angehoben wurden. Übrigens stellt auch die liebe Nicole gerade diesen Adventskalender vor. Schaut gerne nach meinem Video bei ihr vorbei. Chiquitas Place, ne? Für eine zweite Meinung, das ist immer eine ganz nice Sache. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ja, ich würde jetzt erstmal den Schuber hier entfernen, sodass wir an die Boxen rankommen. Am 1. Dezember, übrigens kann man die Klippchen ja auch oder die Boxen super weiterverwenden. Da steht auch nichts drauf. Gut, ja, YBBN-Logo und so. Und hinten sind alle Sachen wohl drauf gedruckt, aber trotzdem. Das Ganze startet mit dem Biotherm Om Aqua Power Cleanser Ultra Cleansing and Refreshing. 40 ml sind hier drin enthalten. Ich gehe davon aus, dass es ein Gesichtsreiniger sein soll. Das finde ich ja richtig cool, ne? Also für mich persönlich startet eine Skincare auch immer mit einer Gesichtsreinigung. Das ist super wichtig. Und ich glaube, den Männern kann man das durch sowas auch ganz gut veranschaulichen. Am 2. Dezember haben wir ein weiteres Produkt hoffentlich in diesem Adventskalender drin. Eine Tube ist das. Und zwar Aqua del Elba. Klassiker, ein Gel Doccia Shampoo. 50 ml sind hier drin enthalten. Ich finde es auch immer ganz schön, wenn wir halt von ja, solchen Marken ein Shampoo finden. Und ein Shampoo kann man auch gebrauchen, selbst wenn man nicht unbedingt Haare oder die längsten Haare hat. Mein Freund hat ja auch 3 mm Haare und verwendet Shampoo. Einfach weil die Kopfhaut noch eine ganz andere ist als eine Gesichtshaut oder eine Körperhaut. Und ja, deswegen finde ich schön, dass es drin enthalten ist. Riecht schön. So ein bisschen aquatisch holzig. Ich mag das leiden. Selbstverständlich auch mit dabei ist eine sehr kleine Nummer 3, aber kleine Kläppchen, kleine Boxen bei solchen Adventskalendern machen uns oft happy. Ja gut, es ist ein Nagelclipser. Ich weiß, dass mein Freund das jetzt nicht so verkehrt finden wird, ne? Und der sieht auch wirklich gut aus, also sehr spacey, muss ich sagen. Ich weiß nicht, von welcher Marke der sein soll. Cool finde ich wirklich, dass der hier auch so gummiert ist und dass der halt so richtig anti-rutschmäßig unterwegs ist. Also für hier oben hast du was zum nicht abrutschen und hier unten ist auch dieses Noppengedönsen. Finde ich ehrlich gesagt als Füllprodukt jetzt gar nicht so verkehrt. Vor allem, wenn ich bedenke, dass mein Freund sowas auch gerne mal verloren kriegt. Ich glaube, der feiert das. Hier haben wir die Nummer 4. Oh, das finde ich immer schön, ne? Wenn Boxen so komplett ausgefüllt werden. Da wollte ich cool sein. Muke Naked Sense, ein Hairspray Strong. 50 ml ohne Duftstoff und 100% vegan. Hört sich schon mal sehr, sehr interessant an. Gut, ja, ein Haarspray braucht mein Freund jetzt nicht unbedingt, aber es ist drin enthalten. Ich glaube, für die Männer, die halt dann auch entsprechend sich eine Frisur machen, ist es gar nicht so verkehrt. Ansonsten kann vielleicht die Frau es gebrauchen. Aber ich glaube, wir haben bei uns im Haus kein Haarspray. Nö. Ein Tag vor Nikolaus habe ich hier den 5. Dezember im Adventskalender. Und da haben wir eine Handcreme drin. L'Occitane ist eine schöne Marke. Da habe ich euch ja auch den Adventskalender oder beide vorgestellt. Hier sind 10 ml von der 20% Shea Butter Dry Skin Hand Cream drin enthalten. Das ist eine süße Tube, ne? Aber ich ja, würde sagen, dass das eigentlich auch ganz gut ist. Also ich meine, mein Freund wird es, glaube ich, gut finden. Der hatte mich auch schon mal nach einer Handcreme gefragt. Und ich glaube, sowas ist für robuste Männerhände, die vorher Schnee geschüppt oder Holz gehackt haben, wirklich top geeignet. Nikolaus darf gerade bei Männer-Adventskalendern echt was Besonderes sein. Finde ich persönlich. Oh, und hier haben wir auch wirklich wieder, dass das Zäpfchen schön ausgefüllt wird. Nemen Soft Calming Oil, ein Face- oder Bartöl. Ja, schön. Men Believe in Trees. Auch gut. 50 ml sind hier drin enthalten und ich glaube, das ist auch ein Produkt, was echt seinen Wert hat. Finde ich wirklich schön. Denn so ein Bartöl, ist alles noch zugeklebt leider, ist wirklich sinnvoll. Die Haut zwischen den Haaren beim Bart ist ja wirklich eigentlich auch ziemlich gereizt, weil selbst wenn man auch nur so über den Bart streicht, die Haare bewegen sich, die Wurzeln bewegen sich, die braucht halt schon eine gewisse Pflege, ne? Und
sehr, sehr häufig sehe ich, dass Männer leider auch wirklich einen schuppigen Bart haben oder sonst irgendwas, wenn die sowas verwenden würden. Ich glaube, das wäre ganz cool und gleichzeitig hat man halt bei so einem Öl auch die Möglichkeit, die Haare zu pflegen oder halt auch ein bisschen softer zu machen, nicht so pieksig, ne? Ich finde es gut. Auch der 7. Dezember ist eine sehr, sehr kleine Box, aber vielleicht enthält sie was richtig krass Feines. Wir schauen mal. Ah, hier zeigt uns auf jeden Fall der Adventskalender. Naja, es gibt durchaus Skincare-Produkte, die sowohl Männer als auch Frauen verwenden. Natürlich gibt es Unterschiede von den jeweiligen Häuten, weil Männer eine dickere Lederhautschicht haben und dementsprechend manche Produkte halt einfach auch ein bisschen anders brauchen und dementsprechend Frauen halt auch eine andere, ne? Aber das scheint so zu sein, als könnten Männer und Frauen das verwenden. Estee Lauder Advanced Night Repair Synchronized Multi Recovery Complex, genau. 7 Milliliter sind hier drin. Ich meine, dass das ein Produkt ist, was irgendwas enthält, was ich nicht ganz so gut vertrage. Ich glaube, das war Vitamin C oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dieses Serum, als ich das mal in Anwendung hatte, nicht ganz so gut vertragen. Und ja, auch wenn hier Kamille und sowas drin ist, ne? Aber irgendwas hat nicht so gut bei mir funktioniert, weswegen ich das auch nicht mehr so gerne in Anwendung nehme, ne? So schaut das aus. Das ist so ein kleiner Schüttflakon quasi aus Plastik halt, ja. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und da schauen wir doch mal hinein, ob das auch wirklich so ist. Siehst du, hier zeigt zum Beispiel Shiseido, hey, wir haben sogar eine Männerreihe, die Shiseido Männerreihe. Das ist das Ultimune Power Infusing Concentrate mit Triple Chubaki Technology. 10 Milliliter sind hier drin. Was ich persönlich jetzt wirklich blöd finde und auch irgendwie total unüberlegt ist, dass die halt zwei Serien direkt hintereinander reinpacken. Zum einen wird der Mann nicht innerhalb eines Tages dieses Serum aufgebraucht haben. Zum anderen überfordert es ihn vielleicht, wenn er noch nie vorher ein Serum verwendet hat oder so. Ich weiß es nicht, ne? Ich mag das in der Damenvariante, wenn das halt in so einem rosa Flakon ist, ne? Oder pinken Flakon, sehr gerne. Da verwende ich das auch gerne. Und ich finde, das sieht einfach fancy aus, muss ich sagen. Also ich glaube, sowas hat mein Freund auch gerne im Badezimmerschrank stehen. Ob er es dann verwendet, ist eine andere Sache. Auch in der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendein Pflegeprodukt freuen, denke ich mal, weil sich das relativ schwer angefühlt hat. Fun Fact, wir haben noch kein Duschgel, aber unser zweites Shampoo am Start. Ahava Dead Sea Water Mineral Shampoo. 40 Milliliter sind hier drin enthalten. Das mag ich auch ehrlich gesagt sehr gerne. Also das habe ich schon als Handcreme verwendet, als Bodylotion, als Shampoo. Ich finde, das riecht auch relativ neutral, hat was leicht Zitrisches mit dabei. Ich mag das. Mal sehen, wie es jetzt in der Nummer 10 weitergehen wird. Das ist relativ leicht. Oh, ich dachte erst, es ist ein Kajal. Nein, das hier ist eine Nagelfeile. Die sieht ja auch mal absolut crazy aus. Das ist eine Metallfeile, die kann man so aufklappen. Ist halt schön für die Reise gemacht, ne? Das ist definitiv mal ein höherwertigeres Füllprodukt als das, was ich in sehr vielen teureren Adventskalendern für die Frau gesehen habe. Finde ich gut. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, hört sich an, als wäre da irgendwas lose drin. Ist es auch. Okay, der Deckel ist abgegangen. Da haben wir von Man Age Your Skin, Smart Aging Complex drin enthalten mit 7 Millilitern. Das scheint mir eine Gesichtscreme zu sein. Ja, die Marke kenne ich persönlich jetzt so noch nicht, aber das heißt ja nichts, ne? Ja, schön. Also scheint dann irgendwie auch eine relativ entspannte Creme zu sein, die jetzt nicht noch irgendwelche zusätzlichen Wirkstoffe drin hat. Die kann man dann mit den jeweiligen Serien kombinieren. Halbzeit. Der 12. Dezember ist jetzt hier in meinen Händen und vielleicht finden wir hier ein Duschgel. Es ist auf jeden Fall von Boss und zwar das Duschgel, 30 Milliliter Boss Bottled, ist der Lieblingsduft von meinem Freund und vielleicht wird er es als Duschgel auch feiern. Es rieche ich jetzt nicht raus, aber es ist ein ganz, ganz toller Duft. Den mag ich auch sehr gerne an ihm. Ist so sein Signature-Duft, ne? Und so eine kleine Reisegröße. Wir verreisen selten, aber vielleicht für ihn ganz schön. Der 13. Dezember ist super leicht. Mal gucken. Da habe ich was drin von Lancôme. Das Genifique Ultimate Dual Repair Augmented Serum. Die haben ja schon viele Serien, dieses, ne? Concentré de Jeunesse Youth Activating Concentrate überall mit drin, aber das habe ich noch nicht gesehen. 5 Milliliter sind hier drin enthalten. Möglicherweise werde ich das einfach mal für mich ausprobieren. Ich weiß es noch nicht, weil ich das noch nicht kenne. Ja, cool, ne? Einfach mal ein anderes Serum als sonst reinzupacken, finde ich klasse. Es ist das dritte Serum, darf jetzt nicht noch ein weiteres kommen, weil dann wird es ein bisschen viel, glaube ich. Oh, der 14. Dezember ist sehr schwer. Da ist vielleicht eine Bodylotion oder so drin. Huch, Marlies Möller. Oh, Beauty Hair Care. Das ist unser drittes Shampoo.
Das ist crazy. Okay, Keratin-Shampoo, Sleek and Shine. 100 Milliliter sind hier drin. Ja, also, ne? Also, ist ziemlich viel Shampoo in diesem Adventskalender. Das ist irgendwie crazy, muss ich sagen. Aber finde ich gut. Der 15. Dezember ist auch schwer und sehr, sehr groß. Da bin ich mal gespannt, was wir hier drin finden dürfen. Oh, das ist abgefahren. Eine Originalgröße. Rituals Om Charcoal Face Scrub. Mit Ginseng in Purify-Komplex, 70 Milliliter. Das ist ein Gesichtspeeling. Okay, das wird dann aber wahrscheinlich auch ein mechanisches Peeling sein. Manche Männerhaut kann es sicherlich vertragen. Ich vertrage es nicht. Finde ich aber ziemlich nice. Ne? Das ist einfach mal ein Originalprodukt von Rituals hier in so einem Adventskalender. Nicht schlecht. Der 16. Dezember ist wieder etwas leichter unterwegs. Und hier ist Ahava wieder drin enthalten. Unsere zweite Handcreme. Dead Sea Water Mineral Hand Cream mit 40 Millilitern. Ja, das ist eine Handcreme, die ich auch schon mal verwendet habe. Die mag ich. Das ist eine gut duftende Handcreme. Ich persönlich hätte die auch jetzt nicht unbedingt in dem Adventskalender für Männer gesehen, muss ich gestehen. Weil die doch sehr blumig riecht. Eine Woche vor Heiligabend fällt mir auf, wir haben ein United Beauty Parfümerien irgendwas, was auch immer YBPN übersetzt heißt. Es hat auf jeden Fall was mit Parfümerien zu tun, ne? Adventskalender. Aber noch keinen einzigen Duft hier drin. Das ist ein bisschen schade, muss ich gestehen. Da wurden wir, glaube ich, ein bisschen verwöhnt von anderen Firmen. Da haben wir hier von My Lips den Vanilla Lip Balm Natural Ingredients Handmade in Germany. Oh, schön. Ja, hier sind 5 Gramm drin enthalten. Und Vanille ist für mich auch so ein typischer Duft, der so in Adventskalendern drin ist. Zur Adventszeit auch immer wieder da ist. Und das ist schön. Also ich glaube, das kann mein Freund auch gut gebrauchen. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich den 18. Dezember in meinen Händen. Und dann schauen wir mal. Oh, siehst du, Versace Eros. Das hat auch glaube ich, jeder irgendwie im Adventskalender dieses Jahr mit drin. Ne? Aber trotzdem finde ich es cool. 5 Milliliter sind hier drin enthalten und das ist ein Eau de Toilette. Das habe ich euch schon ein paar Mal gesagt. Ich habe das dieses Jahr meinem Papa tatsächlich zum Geburtstag geschenkt im Sommer. Und ich finde, es riecht an ihm richtig toll. Also ich mag es sehr gerne. Es ist halt eher so ein aquatischer, leicht würziger Duft und für mich einfach ein sehr sympathischer Duft. Deswegen, es passt zu ihm und deswegen hatte ich ihm das geschenkt. Ja, solche Miniaturen, darüber freuen sich, glaube ich, viele, dass die mit drin sind. Der 19. Dezember ist riesig, aber leicht. Aha, aber die sind hier gut vertreten, ne? Soothing Aftershave Moisturizer for him steht hier drauf. Da sind 15 Milliliter drin, also quasi ein extra Produkt oder ein extra feuchtigkeitsspendendes Produkt, was der Mann dann nach der Rasur verwenden kann. Und ja, finde ich auf jeden Fall sehr sinnvoll. Egal, ob man sich trocken oder nass rasiert, sowas ist eigentlich gar nicht verkehrt. Und ich glaube, mein Freund würde sich darüber auch tatsächlich freuen. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier habe ich jetzt den 20. Dezember und dort drin haben wir wieder was von Muke drin. Das Refresh Dry Shampoo. Ja, 50 Milliliter. Ich glaube schon, der ein oder andere Mann, der auch entsprechend eine Frisur trägt, wird das verwenden und auch verwenden können und wollen. Ne? Bei uns wird es jetzt wirklich gar nicht verwendet, aber ich glaube, das ist einfach mal ein anderes Produkt in diesem Adventskalender. Der ist sowieso komplett anders als alle anderen, ne? Weil der hat so wenig Duschgel drin und so viel andere Sachen. Irgendwie finde ich den cool. Am 21. Dezember geht es auch relativ leicht weiter. Da gucken wir mal. Es ist sehr gut gefüllt. Dr. Barbour. Mit Peptid Hyaluronic Complex reden. Hydro Replenishing Gel Cream. Ja, mega. Also 15 Milliliter sind hier einfach mal drin. Richtig geil. Also wenn ihr halt so ein ganz, ganz viele Barbour-Produkte sind in einem Adventskalender enthalten, Adventskalender haben wollt, schaut mal hier vorbei, da habe ich euch den von Kosmetikkaufhaus vorgestellt. Da sind richtig, richtig viele Barbour-Produkte drin. Ja, mega. Also, was? Ich bin gerade verwirrt. Die zweite Gesichtscreme, okay. Ja, schön. Und Gelcreme finde ich auch ganz nice, weil das könnte ja auch gerade für die Männerhaut sehr gut sein. Mein Freund mag zum Beispiel auch nicht, oder generell, wenn ich mich in der Familie oder im Freundeskreis umgucke, die mögen nicht so diese reichhaltigen Texturen, ne? Da kommt sowas, glaube ich, ganz gut. Und da haben wir so ein kleines Tübchen drin, was auch wirklich sehr, sehr abgefahren gut aussieht. Also, ja, schön. 2 Tage vor Heiligabend haben wir hier den 22. Dezember und dort ist wieder ein kleines Tübchen drin. Das ist jetzt die dritte Handcreme. Das ist wirklich einfach mal anders alles hier. L'Occitane ist das, die mit 15% Shea Butter for Dry Skin. Nein, das ist eine Fußcreme. Das finde ich jetzt schon wieder richtig geil. 10 Milliliter sind hier drin. Ja, ja,
wenn ich so an den Sommer denke und an das, was ich gesehen habe, wenn ich auf den Boden geguckt habe, wenn ich in der Stadt gelaufen bin, denke ich mir, ja, Männer, benutzt mehr Fußcreme, das ist sehr wichtig. Frauen auch. Der 23. Dezember ist ein Tag vor Heiligabend und in der Regel findet man dort auch gerne bei Adventskalendern für Männer ein Duschgel drin, so nach dem Motto, ja, vor Heiligabend nochmal duschen ist nicht verkehrt. Hier haben sie aber was drin, was ich total geil finde. Es ist jetzt keine Originalgröße, trotzdem. Clarin Total Eye Hydrate, das ist eine Moisturizing Soothing Eye Mask Balm Geschichte und das finde ich richtig cool. Muss ich wirklich sagen, das wird dann wahrscheinlich eher so in die reichhaltige Richtung gehen, was nicht alle Männer so hart feiern. Aber ich finde es toll, dass sie das hier mit reingepackt haben. Richtig, richtig cool. Denn eine Augencreme hatten wir auch noch gar nicht in dem Adventskalender. Du hast ja quasi fast eine komplette Skincare-Routine für jemanden mit dabei, ne? Für jemanden, für einen Mann. Und ich glaube, ich wäre fast enttäuscht, wenn wir am 24. Dezember an Heiligabend jetzt kein Duschgel hier drin haben. Denn so oft, wie ich immer gesagt habe, es ist zu viel Duschgel, ich finde, es ist ein bisschen wenig Duschgel. Klar, kannst du ein Shampoo auch umfunktionieren als Duschgel. Nein. Hä? Biotherm Om Basics Line Aftershave Emulsion. Alkoholfrei. Das ist natürlich auch mega geil. Soothing and Comforting. 75 ml. Ist das wohl eine Originalgröße? Das finde ich mega. Diese beruhigende Aftershave-Emulsion wurde unter dermatologischer Kontrolle auf empfindliche Haut getestet. Rasurbedingte unangenehme Brenngefühle und Irritationen werden gemildert. Die Haut fühlt sich geschmeidig und gepflegt an. Alkoholfrei. Ohne Ethanol. Nee, also damit habe ich echt nicht gerechnet. Ne? Das ist sehr crazy, sehr, sehr geil und sehr anders. Aber irgendwie finde ich den Adventskalender toll. Ich weiß nicht. Ich glaube auch, dass wir hier einen schönen Wert drin haben. Ich glaube, man hat hier auch wirklich was Abwechslungsreiches drin enthalten. Du hast hier richtig viel für eine Gesichtspflege. Ich persönlich hätte mich gefreut, wenn wir hier vielleicht anstelle von einem der Shampoos ein weiteres Duschgel drin gehabt hätten oder eine Bodylotion zum Beispiel. Ich finde es so cool, dass wir hier auch einfach mal so andere Sachen drin haben. Mal ein anderes Serum von Lancôme finden und nicht immer halt das, was wir sonst so kennen, in Anführungsstrichen. Die beiden Füllprodukte finde ich richtig schön. Also das sind beide Sachen, die auch hochwertig rüberkommen. Und das in einem Adventskalender für 59,95. Ich finde es toll. Also, ne, ob mein Freund jetzt alles davon verwenden würde, weiß ich nicht. Und was hier halt auch viel gegeben ist, ist, dass, ich sag mal, 3/4 der Produkte so oder so unisex verwendbar sind. Also das kann man auch als Frau verwenden, wenn man Bock auf die Produkte hat. Ist ja überhaupt kein Thema. Man hat einen wunderschönen Adventskalender, man hat coole Produkte hier drin. Warum nicht, ne? Also ich verlinke euch den mal in der Infobox, da könnt ihr gerne reinschauen und schreibt auch ihr mir gerne eure Meinung zu dem Adventskalender in die Kommentare und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.